Was ist Discarding und wann kann es zu einem Discarding kommen? Das schauen wir uns heute an. Los geht's! Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Herzlich willkommen auch an alle neuen Abonnentinnen. Schön, dass auch ihr hierher gefunden habt. Das Discarding oder Wegwerfen hat mit einer Trennung in einer regulären Beziehung bis auf die Tatsache, dass sich da zwei Menschen auseinanderdividieren, überhaupt nichts gemeinsam. Das Discarding ist letztendlich ein Prozess, bei dem ihr von narzisstischen PartnerInnen weggeworfen oder entsorgt werdet. Und das klingt jetzt auch erstmal sehr entmenschlicht, so als wärt ihr nur irgendwelche Objekte, aber leider ist das letztlich auch der Fall. Auch in regulären Beziehungen verlaufen Trennungen natürlich nicht immer einvernehmlich, aber in diesen ist es in der Regel so, dass die neuen Ex-PartnerInnen immer noch eine Wertschätzung für ihr Gegenüber haben und auch für die gemeinsam verbrachte Zeit. Da werden auch die typischen Trauerphasen durchlaufen und natürlich auch so Wutphasen, die da auch mit dazugehören. Aber dennoch hat man in solchen Beziehungen oft das Gefühl, dass man so eine Weile mit einer besonderen Person so zusammengegangen ist und auch dabei ein Stück weit gewachsen ist. Das Discarding in einer narzisstischen Beziehung bildet jedoch das Maximum der Entwertung eurer Person. Und dementsprechend ist das Discarding der Endpunkt der Entwertungsphase. Das Discarding kann euch sehr abrupt vorkommen, auch wenn ihr in der Entwertungsphase immer mal wieder auch das Gefühl hattet, okay, das könnte auf eine Trennung zusteuern und meistens liegt das auch so atmosphärisch so ein bisschen in der Luft. Manchmal wird es auch eher so angedeutet oder ausgesprochen, ohne dass schon eine richtige Trennung erfolgt ist. Das kann euch wie ein Hammer treffen, insbesondere weil ihr eher kalt und emotionslos ja nahezu fallen gelassen werdet. So werden manche PartnerInnen vor vollendete Tatsachen gestellt, wie eine neue Beziehung, die plötzlich angefangen wurde. Oder es tritt ein Konflikt auf, der das Fass bei der Narzisstin oder den Narzissten zum Überlaufen bringt. Und diese euch dann sagen, er oder sie habe die Nase voll, das ginge alles so nicht weiter, die Beziehung könnte so nicht weiterlaufen. Er oder sie habe festgestellt, dass sie doch keine Gefühle für euch haben. Bei vulnerablen NarzisstInnen kann es durchaus auch vorkommen, dass sie euch sagen, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Schauen wir uns nun aber erstmal die Gründe für das Discarding an und diese Gründe hängen eng mit den Gründen für den Eintritt in die Entwertungsphase zusammen. Der erste Grund für den Eintritt in die Entwertungsphase war, NarzisstInnen sind JägerInnen. Und ein Grund für das Discarding kann jetzt sein, dass eure Beziehung für diese NarzisstInnen einfach viel zu langweilig ist. Es ist nicht mehr spannend genug, keine Aufregung mehr, alles in eine gleichbleibende Linie. Und auch durch Dramen oder Chaos, das durch narzisstische Personen innerhalb der Beziehung immer mal wieder provoziert wird, um eben diese Langeweile wegzukriegen, kommt keine neue Spannung rein. Und hier nochmal so ein kleiner Reminder, viele NarzisstInnen brauchen einfach diesen Dopaminkick, damit sie sich wohlfühlen. Und auch durch mögliche Sidekicks oder Affären, die sie neben euch haben laufen lassen, lässt sich dann diese Langeweile innerhalb eurer Beziehung einfach nicht mehr aushebeln. Und dann kann es dazu kommen, dass sie euch dann einfach abschieben. Ne? Sie sind dann eurer überdrüssig, es ist halt langweilig mit euch, sie kennen das alles schon. Und sie möchten sich dann gerne ohne Anhang auf die Prärie der Beziehungsoption begeben. Hier frei nach dem Motto, das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Der zweite Grund für den Eintritt in die Entwertungsphase war, ihr seid nicht die idealen PartnerInnen. All die Verbesserungsvorschläge, all die Kontrollversuche über eure Person, wie nimm doch mal ein paar Kilo ab, haben nicht dazu geführt, euch in eine ideale oder akzeptablere Person zu verwandeln. Dies und der häufig durch ihn aufgetauchte Stress innerhalb der Beziehung, auch durch mögliche Sidekicks wie Abenteuer oder Affären, führen dann auch zu einem Abschieben eurer Person, ganz egal, wie viel Aufmerksamkeit und Zuneigung ihr der Person gegeben habt. Mit euch an ihrer Seite kann man sich einfach nicht sehen lassen. Ihr seid so gesehen unterhalb ihres Niveaus. Und da muss dann einfach eine bessere Partnerin oder ein besserer Partner her. Das Gras ist auch hier grüner auf der anderen Seite. Der dritte Grund für den Einstieg in die Entwertungsphase war, ihr seid doch noch die idealen PartnerInnen. Wieso kann es dann hier zu einem Discard kommen? In der letzten Folge habe ich mit euch besprochen, dass manche NarzisstInnen starke Verlustängste haben. Und für nahezu alle NarzisstInnen gilt ebenso, sie haben eine große Selbstabscheu. Was beides dazu führt, dass sie eher zu Kontrollverhalten neigen, weil sie befürchten, dass sie von ihren PartnerInnen verlassen werden. Oder sie befürchten, dass diese PartnerInnen sie auch verabscheuen. Das heißt, hier wird die eigene Selbstabscheu auf die PartnerInnen projiziert. Und das hieß, dass ihr als ideale PartnerInnen, ohne es zu wissen, bei diesen narzisstischen Personen diese Verlustangst und die Selbstabscheu triggert. Dieses Kontrollverhalten kann die Verlustangst und die Selbstabscheu aber nur für eine bestimmte Zeit kleiner machen oder entsprechend regulieren. Und das liegt einfach daran, weil dieses Kontrollverhalten nicht am eigentlichen Kern des Problems der narzisstischen Person ansetzt.
was häufig dazu führt, dass dieses Kontrollverhalten eher noch gesteigert wird und gleichzeitig auch die Entwertungen eurer Person. Und ein Discard von einer narzisstischen Person kann dann einfach nochmal der letzte Versuch sein, das alles unter Kontrolle zu bekommen. So ganz nach dem Motto, lieber verlasse ich dich, bevor du mich als erstes verlässt. Denn wie gesagt, diese PartnerInnen gehen davon aus, dass ihr sie sowieso irgendwann einmal verlassen werdet, weil aufgrund der entsprechenden getriggerten Selbstabscheu und die dann auf euch entsprechend projiziert wird, gehen sie einfach davon aus, dass ihr das Haar genauso seht und deswegen müsst ihr sie auf jeden Fall irgendwann verlassen. Damit sie das selber in der Hand haben, denken die sich, okay, dann gehe ich lieber zuerst, dann hatte ich das noch in der Hand. Der vierte Grund für den Eintritt in die Entwertungsphase war, wenn der Nachschub nicht mehr fließt. Und hier betrifft es eben das narzisstische Merkmal Ausnutzen zwischenmenschlicher Beziehungen. Ja, beispielsweise, wenn ihr irgendwie kein Geld mehr habt oder das auf jeden Fall nicht mehr ausgeben wollt für diese Person, für irgendwelche Aktionen oder Wünsche und ihr auch in der Entwertungsphase nicht mehr dazu motiviert werden konntet, da einfach weiterzumachen, dann kann es zu einem Discard von der narzisstischen Person kommen, weil sie von euch nicht mehr das bekommt, was sie haben wollte. Und das schließt eben auch ein, wenn bestimmte Besitztümer, soziale Kontakte oder andere Eigenschaften von euch einfach nicht mehr nutzbar sind, ganz egal, wie sehr sie das versucht haben. Also wenn ihr da den Hahn zudreht und die wirklich merken, ich komme da irgendwie gerade nicht mehr weiter, dann kann es einfach sein, dass sie euch fallen lassen. Ja? Sie können euch dann im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr gebrauchen und werfen euch dann weg. In all den Discarding-Gründen, die ich gerade benannt habe, treten folgende narzisstische Eigenschaften auf jeden Fall sehr deutlich in den Vordergrund. Allen voran die mangelnde Empathie euch gegenüber, ein Berechtigungsdenken, so mit euch umgehen zu dürfen, Egozentrismus und Arroganz, erniedrigende Verhaltensweisen, eine hohe Anspruchshaltung, das Zeigen von oder die Wiederherstellung eines starken und grandiosen Selbstbildes. Wenn ihr jetzt meint, dass langjährige Partnerschaften oder Ehen von einem Discarding ausgeschlossen sind, muss ich euch leider enttäuschen. Hier kann es für Außenstehende nicht unbedingt sichtbar auch zu ständigen Trennungen kommen. Es kann sein, dass PartnerInnen für ein paar Tage einfach die Wohnung verlassen und sagen, okay, ich brauche jetzt mal eben Abstand und gehe zu FreundInnen. Später kommt dann häufig heraus, dass die narzisstische Person für diese Zeit des Abstands eher bei irgendeiner Affäre war. Und hier möchte ich nochmal einschieben, wenn ihr von PartnerInnen betrogen werdet, dann ist der Betrug alleine kein Merkmal dafür, dass die Person selber auch narzisstisch sein könnte. Ja, da müssen einfach noch andere Merkmale hinzukommen. Ein paar habe ich vorhin benannt, ein paar andere könnt ihr in meinem allerersten Video selber nochmal nachschauen. Und nicht alle NarzisstInnen betrügen ihre PartnerInnen. Es kommt nur leider sehr häufig vor. Das Discarding kann in langjährigen Partnerschaften oder Ehen auch ein völlig anderes Gesicht annehmen. Ja, es muss nicht unbedingt diese räumliche Trennung erfolgen oder die physische Trennung, sondern es kann da ein sogenanntes emotionales Discarding stattfinden. Das emotionale Discarding kann so aussehen, dass sich PartnerInnen extrem von euch zurückziehen. Dass sie beispielsweise keine Gespräche mehr zulassen oder keine körperliche Nähe. Dass sie absichtlich viel arbeiten, Stichwort Überstunden. Oder plötzlich sehr viel mit ihren Hobbys beschäftigt sind, also alles Mögliche tun, um ihren PartnerInnen auszuweichen. Die Gründe für das emotionale Discarding können die gleichen sein wie die, die ich vorhin benannt habe. In meiner allerersten Folge zu dieser Themenreihe habe ich auch mit euch besprochen, dass die vier Phasen des narzisstischen Beziehungskreislaufs so in der einen oder anderen Form auch bei Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstrukturen auftreten kann. Das heißt, das Discarding oder Wegwerfen eurer Person kann auch bei Menschen mit Borderline-Anteilen oder eben Borderline-Persönlichkeitsstrukturen vorkommen. Und hier ist dies meist infolge eines sogenannten Splittens. Splitten ist bei Personen mit Borderline-Anteilen das Entkoppeln von unangenehmen Gefühlen von der eigenen Person. Das heißt, die Person kann scheinbar bestimmte Gefühle oder alle Gefühle von jetzt auf gleich ausschalten und wirkt dann eiskalt oder wie eine andere Person. Und auch von der Person, die die Borderline-Anteile hat, kann das so erlebt werden, dass bestimmte Gefühle plötzlich nicht mehr fühlbar sind, so als wären diese weg. Diese Gefühle sind aber nicht wirklich weg. Sie werden abgespalten, das heißt gesplittet. Beim Splitten handelt es sich um eine Form der Dissoziation und ist ein psychischer Schutzmechanismus. Denn es kann vorkommen, dass Personen mit Borderline-Strukturen sich von Gefühlen wie Angst oder Wut stark überflutet fühlen und diese noch nicht für sich und für andere in einem angemessenen Rahmen regulieren können. Zum Beispiel haben Personen mit Borderline-Anteilen häufig starke Verlust- oder Verlassensängste und große Schwierigkeiten mit Frustration, mit eigener Wut oder mit der Wut anderer Personen umzugehen. Und ein Bewältigungsmechanismus kann dann das Splitten sein, das heißt das Abspalten dieser Emotionen, mit dem Ergebnis, dass die Person, die diese Emotion bei Ihnen ausgelöst hat, weggeworfen wird.
Das heißt, letztendlich findet hier auch so eine Mischung statt, eine Mischung aus Dissoziation und Projektion, ja? Die getriggerte Angst oder Wut, die noch nicht in einem angemessenen Rahmen reguliert wird, die wird auf euch übertragen, also entsprechend projiziert. Ja? Du löst Angst aus, du löst Wut aus, du musst weg. Es gibt Personen mit Borderline-Strukturen, die im Rahmen einer Therapie gelernt haben, wenn das Splitten bei ihnen zutrifft, damit entsprechend angemessener umzugehen, sodass sie nicht abspalten müssen, sondern in eine Balance gefunden haben, um für sich und mit anderen auch in einen angemessenen Rahmen der Verarbeitung zu gehen. Es gibt aber auch Personen, die das bei sich noch gar nicht erkennen, ja, die gar nicht wissen, dass sie splitten, sondern das für sich als eine völlig normale Verarbeitung erleben, einfach weil sie sich jahrelang nur so erlebt haben und sich auch nicht anders kennen. Es ist aber immer so, dass das Splitten eine Form der Dissoziation ist und in diesem Sinne eine dysregulierte Verarbeitung darstellt, also eigentlich gar keine Verarbeitung ist. Dieser Dysregulierung liegen häufig verschiedene Traumata zugrunde. Wie gesagt, diesmal nur als Beispiel, dass Discarding auch bei Personen mit Borderline-Strukturen vorkommen kann. Nicht bei allen, aber eben bei einigen. Okay, das war's dann erstmal wieder von mir. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, gerne auch ein Abo, so noch nicht geschehen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal.